Der Geist und die Aura sind mächtig. Die größte Verschwörung der Menschheitsgeschichte, Teil 2. Zum ersten Mal in der Geschichte beweist Dr. Bruce Lipton, dass wir unsere DNA umprogrammieren können. Da sind wir da, wo ich sein will. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig für uns Menschen eigentlich, connected mit der Natur zu leben. Und diese Umwelt, in der wir heutzutage leben, oftmals, ist halt einfach eigentlich gar nicht für uns Menschen gemacht. So. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass das Herz nicht nur das stärkste Zentrum unseres Körpers ist, sondern auch das intelligenteste, mit der Fähigkeit der Vorausahnung. Ich war fasziniert, als ich die Zusammenfassung der Studie las, denn sie besagte letztlich, dass wenn ein bevorstehendes Ereignis signifikant oder emotional ist, dass wir dann eine Tendenz haben, es zu spüren und darauf zu reagieren, bevor es tatsächlich eintritt. Sofern die Gesetze der Mathematik sich auf die Realität beziehen, sind sie unsicher. Und sobald sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität. 1979 evaluierte der Kongressabgeordnete Charles Rose das geheime parapsychologische Spionageprogramm der US-Regierung. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Loveblock Highlights. Liebe geht raus an die ganze Gang auf YouTube. Ich liebe euch. Wir gehen jetzt in den zweiten Teil rein. Der Geist und die Aura sind mächtig. Die größte Verschwörung der Menschheitsgeschichte, Teil 2. Wir sind da, aber sowas von. Ich habe Bock, mir jetzt den zweiten Teil hier reinzuziehen. Das ist ein sehr wichtiges Video, ein sehr wildes Video. Und wir werden jetzt den nächsten Teil uns hier reinziehen. Lasst dem Video gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen, wäre ich euch auf jeden Fall dankbar und verbunden. Abonniert den Kanal auch. YouTube macht in letzter Zeit leider sehr viel Auge. Sehr viele Videos, gerade über aktuelle Themen wie LGBTQ, Corona, Ukraine-Krieg, werden demonetarisiert. Und es wird immer schlimmer. Im August soll auch irgendwann dieser neue Digital Service Act, über den ich auch ein Video hochgeladen habe, kommen. Und dann wird es, glaube ich, noch anstrengender werden. Ja, wir tun unser Bestes auf jeden Fall. Ich bin auf euren Support angewiesen. Ich werde jetzt unten in der Beschreibung auch meinen Rumble-Kanal verlinken. Auf dem Kanal kommen alle Videos, die auch hier auf dem Highlight-Kanal kommen. Zusätzlich die Videos, die hier demonetarisiert werden, werden nur da hochgeladen. Also folgt mir auf jeden Fall auch auf Rumble. Liebe Grüße geht raus an die ganze Community. Ich wäre dankbar, wenn ihr mich unterstützt, denn ich werde definitiv mit dieser Aufklärungsarbeit weitermachen, weil es ein Teil meiner Bestimmung und meiner Berufung ist. Und ich lasse mich da auch von irgendwelchen Algorithmen oder Service Acts oder so nicht unterkriegen. Wir ziehen weiter durch. Gott wird uns schon irgendwie die Wege so ebnen, dass wir weiter durchziehen können. Ich liebe euch alle und jetzt geht's rein in den Peter. Let's go. Hirnwellen sind ein Beispiel für Bewusstsein. Und Bewusstsein kann sich als Welle ausbreiten. Wellen kann man zu numerischen Werten von Teilchenwellen, Amplituden, Frequenzen, Spins, Codes und Information reduzieren. Professionelle Numerologen untersuchen diese Zahlen und Codes. Sie untersuchen die numerischen Werte der Positionen der Sterne und der Planeten zum Zeitpunkt unserer Geburt, unseres Geburtsortes und unseres Namens. Kann hochentwickelte Numerologie unsere Beziehungen und mögliche zukünftige Ereignisse bestimmen? Wer hat sich von euch schon mal mit dem Thema Human Design auseinandergesetzt? Und da geht es ja auch um Numerologie. Und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt wegen Laura. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, da habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen und mein Human Design auch durchgelesen. Und das war schon sehr beängstigend, ja. Also was da alles gesagt wurde, was so eins zu eins zu mir und meinem Leben gepasst hat, so, da dachte ich mir schon, ach du Scheiße. Und es basiert auch auf Numerologie, auf Astrologie und noch irgendwie ein, zwei andere Sachen. Ich muss sagen, ich habe irgendwann aufgehört, mich damit zu beschäftigen, weil ich auf einer Seite schon sage, dass man da sehr viel lesen kann und viel lernen kann über sich und sein Leben, aber dann man auch ein bisschen vorbeeinflusst ist, was in Zukunft eventuell noch passiert und dann sich davon auch lenken und leiten lässt. Weil ich glaube, wir haben als Menschen immer noch die Möglichkeit, unsere Zukunft auch zu steuern und zu lenken, indem wir gewisse Entscheidungen treffen oder ja eine gewisse Bewusstseinsebene annehmen und dann damit unser Karma und unser Leben und die Zukunft verändern. So. Weißt du, deswegen, ich bin auch kein Fan von irgendwie Karten legen oder Vorhersagen, Hellsagen, Hellsehen und diese ganzen Sachen, weil ich glaube, das kann deine Zukunft in eine Richtung vorbeeinflussen, die nicht unbedingt Realität sein muss für dich so. Weißt du, wie ich meine? Zahlen haben harmonische und unharmonische Beziehungen zueinander, genau wie in der Musik. Man hört eine bestimmte Musik und weiß sofort, die mag ich nicht. Sie irritiert mich.
Da ist zu viel Disharmonie. Dasselbe gilt für Zahlen. Sagen wir, jemand hat vorwiegend Werte von Dreiern, Sechsern und Neunern in seinem Bauplan und der trifft jemanden mit vielen Vierern und Achtern. Dann wird er nicht von vornherein so gut mit ihm klarkommen wie mit jemandem, der ebenfalls die kreativen Dreier, Sechser und Neuner in seinem Bauplan hat. Genauso. Und genau das meine ich aber auch so. Das ist, ich bin da echt so ein bisschen, auch bei Astrologie und so, da gibt es ja echt teilweise Leute, die sagen so, vor allen Dingen Mädels, die treffen dann einen Mann und der hat dann ein bestimmtes Sternzeichen, dann sagen die, ich werde mit dem nicht klarkommen, weil der hat das und dies Sternzeichen. So. Das sind Sachen, die ich glaube da nicht dran. Ich glaube daran, dass eine menschliche Verbindung auch unabhängig vom Sternzeichen funktionieren kann, auch wenn du das angeblich falsche Sternzeichen hast, weißt du, was ich meine? Und so ist es, das beeinflusst dann dein Leben zu viel, finde ich jetzt persönlich, wenn du nur nach diesen Sachen gehst. So. Dass bestimmte Zahlen, die sich geradezu magnetisch anziehen, etwa die 4 und die 8, die haben eine beinahe schicksalhafte Beziehung miteinander. Es wird sehr komplex, wenn wir uns das Zahlenlied jeder einzelnen Person ansehen. Man bekommt zwei Baupläne und fügt sie zusammen, wie in einem Musical. Man nimmt zwei Melodien oder Harmonien und schaut, was dabei herauskommt. Ist das Resultat misstönend oder nicht? Bei Menschen sieht man sehr gut, dass ihre Zahlen entweder gut zusammenpassen, kompatibel sind oder vollständig harmonisch, weil die Zahlen miteinander in Resonanz stehen. Sie beschreiben den Schlüssel dazu, wer man ist. Deine Seelenenergie ist ein einzigartiges Signal, das in ein Feld gesendet wird, in das auch die Seelenenergie deines Seelenfreundes gesendet wird. Hier wird deine Seele mit der deines Seelenfreundes verbunden. Hier hast du bereits eine Beziehung mit deinem Seelenfreund, ganz gleich, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Genauso irrelevant ist es, ob man sich der Sehnsüchte und Gefühle seiner Seele bewusst ist oder nicht, denn auf dieser Ebene ist man ja bereits mit dem Seelenfreund verbunden. Das Ziel ist es, sich auf dieser Ebene seiner selbst bewusst zu werden, damit man seine Seele in das Bewusstseinsfeld senden kann. Indem der Seelenfreund dasselbe tut, beginnt und beschleunigt man den Prozess, den Seelenfreund auf der physischen Ebene zu finden, sodass man ihn tatsächlich eines Tages treffen und eine alltägliche Beziehung zu ihm aufbauen kann. Unsere DNA bildet unseren gesamten genetischen Bauplan ab. Hier wird alles über uns in den Buchstaben der DNA-Matrix-Codesprache repräsentiert. Unser Schicksal erscheint aufgrund dieses unveränderlichen Bauplans determiniert. Dr. Fritz Albert Popp, der Entdecker der Biophotonen, bewies 1976, dass der Ursprung menschlicher Lichtemissionen in unserer DNA liegt, dem Kernreaktor, aus dem wir unsere persönliche Energiesignatur übertragen. Dr. Bruce Lipton hat eine revolutionäre Entdeckung gemacht, die beweist, dass der DNA-Kern nicht das Gehirn der Zelle ist, sondern dass das Intelligenzzentrum der Zelle die Membran selbst ist. Die Membran empfängt Signale von unserem Bewusstsein und schreibt den DNA-Code. Zum ersten Mal in der Geschichte beweist Dr. Bruce Lipton, dass wir unsere DNA umprogrammieren können. Bro. Uff, da sind wir da, wo ich sein will. Wenn wir mit unserem Bauplan unzufrieden sind. Wenn wir mit unserem Bewusstsein, wir können mit unserem Bewusstsein unsere DNA umschreiben. Das ist ja auch das, was der Dr. Joe Dispenza oft sagt, weißt du? Und das ist einfach so powerful, das ist so heftig, Digga, das ist so krass. Sind. Und dass wir so eine neue Nachricht über uns ins Universum senden können. Tatsache ist, dass die Zellmembran der menschlichen Zelle letztlich ein Informationsprozessor ist. 1985 begriff ich, dass dieser Prozessor eine sehr interessante und wichtige Definition hat. Die Definition einer Membran lautet, dass sie ein Flüssigkeitskristall-Halbleiter mit Schleusen und Kanälen ist. Als ich 1985 auf diese biochemische Beschreibung kam, war ich sehr amüsiert, weil ich genau dieselbe Definition schon einmal woanders gehört hatte. Ich musste erst danach suchen, schließlich fand ich sie in einem Buch namens Den Mikroprozessor verstehen, ein Anfängerbuch darüber, wie man einen Computer benutzt.
Im Prinzip ist die Definition Flüssig-Kristall-Halbleiter mit Schleusen und Kanälen genau dieselbe wie die für einen Computerchip. Das alles führte zu einem sehr einfachen und doch tiefgreifenden Verständnis. Sind wir doch nur programmierte Computer? Das ist hier die Frage, die sich stellt, mein lieben Freund. Scheiße. Wenn wir so viel Parallelen haben mit einem Computerchip, Bro? Man kann die Zelle als Informationsprozessor betrachten, weil die Zellmembran die Umwelt liest und die Biologie entsprechend anpasst. Der Kern der Zelle mit seinen Genen ist die Festplatte. Und die Gene sind die Programme. Unsere alte Denkweise ist, dass der Kern und seine Programme Read-only Memory sind, was bedeutet, dass das, was in unseren Genen steht, unser Schicksal ist. Das ist doch das, Mann. Und da fängt es doch an, dass man realisiert, was für eine Macht man eigentlich hat. Dass wir unser Schicksal und unsere Zukunft und unser aktuellen Zustand zu jedem Zeitpunkt verändern können. In die Richtung, in die wir sie haben wollen. So. Ne? Und dass wir wegkommen davon zu sagen, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Das ist halt so, wie es ist. So. Und das ist eine so geile Erkenntnis, weil dann wirst du auch wieder frei und dann kannst du ganz viele Sachen loslassen und sagen, ich kann das sein, was ich möchte, beziehungsweise ich kann mein Leben in eine Richtung verändern, in die ich sie verändert haben möchte. So. Und das ist doch voll wichtig, dass wir Menschen das realisieren, damit wir unseren Traum leben am Ende des Tages. Und damit wir das tun, für was wir bestimmt sind und was wir auch wirklich tun möchten. Die neue Sichtweise besagt dagegen, dass der Kern der Zelle nicht read-only ist, sondern read-write. Das bedeutet, dass die Zelle programmierbar ist. Man setzt sie in eine Umwelt. Sie liest die Umwelt und passt die Genexpression an die Anforderungen dieser Umwelt an. Das heißt, wenn man genetisch identische Zellen nimmt und eine davon in eine Kultur mit bestimmten Umwelteinflüssen tut, die dazu führen, dass sie eine Muskelzelle wird, kann man eine identische Zelle in eine andere Umwelt setzen, die die Eigenschaften dieser Umwelt liest und so zu einer Knochenzelle wird. Die Zellen sind also programmierbar in Abhängigkeit zu Informationen aus der Umwelt. Und noch etwas, um das ganz deutlich zu machen. Wenn man Zellen in einer Kulturschale einer ungünstigen Umwelt aussetzt, dann werden diese Zellen krank und fangen an zu sterben. So entsteht Krebs und andere schlimme Krankheiten. Du bist in der falschen Umgebung. Wenn man dieselbe Kulturschale nimmt und einer günstigen Umwelt aussetzt, dann erholen sich die Zellen, fangen sich an zu vermehren und die Kultur blüht auf. Deswegen ist es auch so powerful, wenn du als Mensch einfach nur in die Natur gehst. So, ich weiß nicht, jeder, der das mal getan hat, wenn er zum Beispiel ein bisschen depressiv unterwegs war und ein depressives Mindset hatte und es einem nicht gut ging. Ich habe das schon so oft getan, dass ich dann einfach in die Natur gegangen bin, in den Wald in Deutschland, am Meer hier in Mexiko, reingegangen bin, mich mit der Natur connected habe und sofort einiges von mir so abgefallen ist, von diesen negativen Sachen, weißt du? Sofort, instantly, sobald ich mit meinen nackten Füßen den Sand berühre und das Wasser spüre und in das Meer reingehe, lässt du sofort einiges los. Und genauso auch, wenn du in den Wald reingehst oder wenn du einen Baum umarmst. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig für uns Menschen eigentlich, connected mit der Natur zu leben. Weil ich glaube, wenn wir connected mit der Natur leben, dann kann gar nicht mehr so viel von den Krankheiten und von den Sachen, die wir haben und von diesen Depressionen, die wir teilweise haben als Menschen, kann gar nicht erst mehr so aufkommen. Weißt du, wie ich meine? Weil wir einfach in einer Umwelt leben, die für uns gemacht ist so. Und diese Umwelt, in der wir heutzutage leben, oftmals, ist halt einfach eigentlich gar nicht für uns Menschen gemacht so. Wenn man das auf den Menschen überträgt, sieht man, dass der menschliche Körper nichts anderes ist als eine mit 50 Billionen Zellen gefüllte, mit Haut bedeckte Petrischale. Manche würden auch sagen, sowas wie eine Festplatte, weißt du? Weil wie diese Daten, das ist, wie er es vorhin mit dem Chip verglichen hat, so unsere DNA kann halt auch Informationen und Daten speichern. Je nachdem, was wir füttern, das wird auch gespeichert. Wenn man diese menschliche Petrischale nimmt und einer ungünstigen Umwelt aussetzt, werden die Zellen krank und fangen an zu sterben. Wenn man sie einer günstigen Umwelt aussetzt, erholen sie sich schnell und blühen auf. Die wichtige Erkenntnis daraus ist, dass unser Gesundheitszustand letztlich die Umwelt, in der wir leben, widerspiegelt. Crazy, Bro.
powerful. Ich mag diesen Lipton. Sag ich dir ehrlich, Bruce Lipton. G. Alles, was wir sind, ist das Ergebnis dessen, was wir gedacht haben. Buddha. Er sagt, trau mir nicht, ich werde dich quälen. Und ich schwöre dir, das ist genau das, was am Ende passiert ist. Mich quält diese Beziehung. In jedem von uns gibt es 36 menschliche Chromosomen mit fast 3 Milliarden Basenpaaren DNA. Das heißt, dass 3 Milliarden Fäden unsere gesamte persönliche Information speichern. Wenn wir unsere Festplatte durch Reorganisation unserer Gedanken, unserer Gefühle und unseres höheren Bewusstseins neu speichern können, können wir unseren persönlichen Bauplan umprogrammieren, um all das zu werden, was wir uns wünschen. Indem unsere persönliche Energiesignatur diese neue Botschaft aussendet, werden wir andere Menschen durch Zufallsbekanntschaften kennenlernen. Ebenso werden wir neu. Das ist so. So das, was du denkst, was du aussprichst, das, was du energetisch bist, das ziehst du auch in dein Leben an. So. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, im Alltag immer positiv zu denken, beziehungsweise so zu denken, wie man auch sein möchte. So. Sondern es kommen immer ganz viele Gedanken und man hält sich oft mit negativen Sachen auf oder man malt Horrorszenarien. Man malt sich Horrorszenarien zusammen, man reimt sich die zusammen im Kopf und so. Aber wenn du das einmal verstanden hast, dass das einen heftigen Effekt auf deine Zukunft haben kann, wenn du zu viel so denkst, dann wird dein Leben auch so sein, dann musst du halt immer wieder versuchen zurückzukommen und immer wieder versuchen, das zu denken und das zu sprechen, was du auch sein möchtest. So. Und das ist wie Training. So, man muss das trainieren. Ich merke das bei mir auch. Und es ist auch ein Prozess über Jahre. Wir sind seit der Kindheit erzogen worden, so zu sein. Natürlich, so wie das in unserer DNA ist es einprogrammiert über Jahre, das nicht zu tun. Also nicht zu verstehen, dass alles, was du denkst und was du sprichst, dass du das sein wirst in Zukunft. Und wenn du dann irgendwann anfängst, in einem jungen Erwachsenenalter oder schon im mittleren Alter oder so, dann das zu realisieren, dann kann es auch wieder ein paar Jahre dauern, bis du das rausprogrammiert hast und wirklich dann das Leben lebst, was du auch verdient hast und das, was sich gut anfühlt, so. Aber es ist es wert, weißt du? So, ich werde diese Reise gehen bis zum Tod. Und wer weiß, ob man es erreicht, so, aber wenigstens versucht man es. Wissen erlangen, dass wir auf unsere Erleuchtung, unsere Beziehungen, unsere Karriere und unseren Lebenssinn anwenden können. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass das Herz nicht nur das stärkste Zentrum unseres Körpers ist, sondern auch das intelligenteste, mit der Fähigkeit der Vorausahnung. Guck mal. Man denkt immer, das ist das Gehirn eigentlich, ne? Das intelligenteste. Aber es ist das Herz, Digga. Und das ist auch eine der powerfulsten Messages, die ich den Leuten draußen mitgeben kann. Es kommt von deinem Kopf wieder in dein Herz rein. So. Weil da findet die Liebe statt. So. Da findet das echte Leben statt. Da hörst du auf zu denken und zu viel dir Gedanken zu machen und so, sondern da bist du reine Liebe und pure Liebe so. Das ist das, was dich am Leben hält. Das ist life. Wenn wir eine Kohärenz zwischen unserem Geist und unserem Herzzentrum herstellen können, können wir leichter Zugang zu unseren Intuitionen bekommen. Eine Bauchgefühl, das sogenannte Bauchgefühl. Interessantesten Untersuchungen, die wir mit unserem Chefforscher Dr. Roland McCrady am HeartMath-Institut durchgeführt haben, war eine Studie zur Intuition und intuitiver Resonanz. In dieser Studie gab es Ich gehe so weit, dass ich sage, dass immer wenn du darauf hörst, auf dein Herz, auf dieses Bauchgefühl, für mich ist es auch das Göttliche, so. Wenn du darauf hörst, wenn du dem folgst, dann kannst du nichts falsch machen. Geht nicht. Der einzige Fehler passiert hier oben im Kopf. Da passieren die Fehler, indem du Sachen drüber nachdenkst und und könnte und hätte, Szenarien, dies, das, bla bla bla, das fickt den Weg. Wenn du nur auf dein Herz hörst, wenn du auf das hörst, was göttlich ist in dir, kannst du keine Fehler machen. Die vor einem Computer saßen und verdrahtet waren. Man maß ihre Gehirnwellen, ihre galvanische Hautreaktion, ihre Herzwellen, ihre Pulsvariabilität und solche Dinge. Der Proband sollte einen Knopf drücken und nach einer kurzen Verzögerung erschien ein Bild auf dem Monitor. Der Computer wählte die Bilder rein zufällig aus. Niemand wusste, welches Bild als nächstes erscheinen würde. Einige Bilder waren angenehm, andere grauenvoll.
Wir fanden heraus, dass der Körper in vielen Fällen auf das Bild reagierte, wie er normalerweise auf das Bild reagieren würde, aber etwa bereits 6 Sekunden, bevor das Bild auf dem Schirm erschien. Ach du Scheiße, Digga, das ist krass. Vorher begann der Körper das zu tun, was er normalerweise tut, wenn das Bild da ist. Es war eine sehr komplizierte, sehr detaillierte Studie, die... Der hat einfach gefühlt, was kommt. Weißt du, was ich meine? 2 Teilen im Journal of Complementary and Alternative Medicine veröffentlicht wurde. Die Analyse der Daten offenbarte etwas sehr, sehr Interessantes. Sie zeigte, dass als die Reaktion begann, der erste Teil unserer Physiologie, der die intuitive oder präkognitive Antwort lieferte, das Herz war. Das Herz reagierte vor dem Gehirn. Es durchlief einen Verlangsamungsprozess, der dem Bild entsprach, das gezeigt werden würde. Etwa 1,5 Sekunden später begann das Hirn das zu tun, was es im Hinblick auf das Bild tun würde. Im menschlichen System, auf physiologischer Ebene, beim Messen der intuitiven Reaktion, war es das Herz, das zuerst ansprach. Krass, Digga. Ey, das ist so heftig. Ich liebe diese Dokumentation. Ich war fasziniert, als ich die Zusammenfassung der Studie las, denn sie besagte letztlich, dass wenn ein bevorstehendes Ereignis signifikant oder emotional ist, dass wir dann eine Tendenz haben, es zu spüren und darauf zu reagieren, bevor es tatsächlich eintritt. Wer hat das nicht schon auch mal gehabt, so, dass du gefühlt hast, wie es eigentlich... Digga, man kann so viel fühlen. Man kann so viel fühlen, wenn man aufhört, so viel zu denken. Kannst du wirklich deine Zukunft und alles, was eventuell passiert, kannst du schon spüren, Digi. Das ist schon da, weißt du? Krass. Unser Körper hat die Fähigkeit, und das tut er auf vielfache Weise, nach zukünftigen Ereignissen zu suchen. Das tut er die ganze Zeit. Aber das ist etwas, dessen wir uns nicht bewusst sind. Wir wissen nicht, dass es das gibt. Wir wissen nicht, dass wir das tun. Der Witz ist natürlich, dass es sehr nützlich für uns wäre, diese Fähigkeit weiterzuentwickeln. Es hätte ja einen großen praktischen Nutzen für die Gestaltung unseres Lebens. Das war nur eine von vielen Studien, die anfängt, etwas zu entschlüsseln, das bislang mystisch und vage war, nämlich Intuition. Was ist Intuition? Ich bin sicher, dass es hier noch viel mehr zu entdecken gibt. Aber hier haben wir eine Studie, die zeigt, das ist für mich das Göttliche, dass es eine Reaktion gibt, dass der Körper selbstständig nach zukünftigen Ereignissen sucht. Und die erste Reaktion in diesem ganzen Prozess ist nicht das Gehirn, sondern das Herz. Jeder hat das, nur wenige spüren diese Intuition auch bewusst. Safe. We know that our whole biosystem begins. Wir wissen, dass unser gesamtes Biosystem sich verändert, wenn wir voll konzentriert sind. Wenn jemand lernt, in dieser auf die Quantenwelt abgestimmten Art und Weise bewusst und präsent zu sein, sich zu öffnen, anstatt sich engstirnig, problemfixiert und angstbasiert zu fokussieren, wie wenn man an eine Bedrohung denkt und sich nur auf ein Problem konzentriert. Das ist doch das, Digi. Und ich hab das, es ist einfach... Manchmal so, manche gewisse Sachen können mich auch manchmal so triggern, dass ich zu lange auf gewisse Dinge hängen bleibe und mich damit selber konfrontiere, so. Obwohl ich selber schon weiß, dass es gerade nicht gut ist und dass es überhaupt nichts bringt, jetzt über so Probleme die ganze Zeit nachzudenken, sondern dass es dich eigentlich eher davon abhält, den Moment zu leben und dass die Zukunft wieder, weißt du, dass die Zukunft wieder besser aussieht, weil du die ganze Zeit in dieser Negativspirale dann abgehst und dich immer wieder mit diesem Problem auseinandersetzt und damit konfrontierst, anstatt Lösungen zu finden, beziehungsweise einfach zu sein und es zuzulassen, dass Lösungen kommen. So, weißt du? Und das ist halt konstantes Training, Bro. Alle unsere inneren Organe beginnen sich zu verkrampfen und unser emotionales System anfängt, überzureagieren. Wenn wir fühlen und spüren, wenn wir in positiver Weise voll konzentriert sind, öffnen sich unsere inneren Organe. Sie fangen an, sich zu entspannen. Unser Aufmerksamkeitsfeld wird breitbandig fokussiert, anstatt engbandig fokussiert. Studien haben gezeigt, dass wir in diesem Zustand wesentlich mehr Informationen verarbeiten können. So,
Weißt du, was ich meine? Wenn wir in diesem Zustand sind, haben wir das Gefühl, dass sich die Zeit verlangsamt. Von Zeitgefühlsstudien bei Filmvorführungen wissen wir, dass wenn wir in einen Projektor mehr Informationen innerhalb eines festen Zeitrahmens geben, dann entsteht die Illusion, dass sich die Zeit verlangsamt. Und genau das erleben Menschen oft, wenn sie in diesem Zustand größeren Bewusstseins im Quantenfeld sind. Sie beginnen zu fühlen, dass sie viel effektivere Entscheidungen treffen können, in einer Art kontinuierlichem Flow. Das liebe ich, Bro. Wir haben alle eine Ahnung davon, wie es ist, in so einem Zustand zu sein. Safe, Dicker. Ich sag das seit 15 Jahren oder so ungefähr, dass das ultimative Ziel eigentlich für jeden Menschen sein sollte, in diesen Zustand zu kommen. In diese magischen Momente, ein paar Stunden, Tage oder sogar ein paar Wochen lang, in denen man das Gefühl hat, dass einfach nichts schiefgehen kann. Alles klappt einfach wie an. Rose, die sagt gerade, ich glaube, dass da auch erst der Sinn von Manifestation anfängt. Wenn du dich nicht anstrengst, dass es so sein wird, sondern du mit der Vorstellung schon den Schlüssel in dieser Zukunft hast, ja, du musst es sein, Bro. Du musst es sein, um es zu werden, aber wirklich sein. Es geht nicht darum, dir das einfach nur so vorzustellen und dann zu denken, ja geil, wäre cool, wenn das so wäre, sondern du musst es schon sein. Das, was du in Zukunft sein willst, musst du jetzt schon sein. So, und es fühlen und zum Beispiel die Augen zumachen und einfach die Person sein, die du sein willst, aber richtig so. Und dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen, was gerade wirklich passiert oder was nur Vorstellungskraft ist, so weißt du? Und wenn du in diesem Zustand konstant bleibst und lange bleibst, dann wirst du früher oder später dahin kommen. Du wirst es sein irgendwann. Es ist einfach so. Aber es ist halt, ja, du musst dich halt in dem Moment auch freimachen von allem anderen und vor allen Dingen auch von deinen Problemen und von den Dingen, die dich aktuell vielleicht noch unten halten, so. Und das ist die Challenge, so. Be water, my friends. Nürchen. Man ist zur rechten Zeit am rechten Ort, man bekommt genau die richtige Information zur richtigen Zeit, man fängt an zu glauben, dass man zu den richtigen Entscheidungen geführt wird. Das ist ein Teil dessen, wovon wir sprechen, wenn es darum geht, sich mehr auf die Quantenebene einzustellen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man Träume hat und dass man träumt, weißt du, wie ich meine, und sich das richtig vorstellt und richtig vor Augen führt und richtig spürt und fühlt, wie es ist, da zu sein, was du eigentlich träumst, so, weißt du? Viele lassen sich ihre Träume kaputt machen, und weil Leute einem sagen, du kannst das nicht erreichen oder das, dies, bla bla bla. Aber hör niemals auf zu träumen. Sei immer so ein Träumer. Sei immer jemand, der sich seine Zukunft selber malt, so. Weil die Macht, dass du deine Zukunft selber malen kannst, die haben wir alle. 1992 entdeckte Professor Walter Schemp, wie Atome miteinander über jegliche Distanz durch das Feld kommunizieren. Er fand heraus, dass Atome, wenn ihre Elektronen in einem höheren Frequenzorbit um das Proton kreisen, Lichtwellen emittieren, die intelligente Information enthalten. Ganz ähnlich wie unsere Gehirnwellen in einen höher frequenten Wellenzustand kommen, wenn wir reden und kommunizieren. Er entdeckte, dass das Atom, wenn das Elektron auf eine niederfrequentere Wellenlänge springt, Photonen empfängt, die intelligente Information enthalten, so als ob sie zuhören. Ganz ähnlich wie unser Gehirn in einen niederfrequenteren Hirnwellenzustand kommt, wenn wir jemandem zuhören. Der Zeitpunkt, wann ein Elektron auf höher oder niederfrequentere Orbits springt, ist absolut zufällig und kann durch keine mathematische Formel quantifiziert werden. Genau wie zufälliges menschliches Verhalten. Quantifiziert out, man. Es gibt noch eine Reihe anderer Verhaltensweisen in der Quantenmechanik, die Physiker an zufälliges menschliches Verhalten erinnert. Im Gegensatz zu Modellen, die reproduzierbares, verlässliches mathematisches Timing ermöglichen, wie der Sonnenaufgang zur exakt berechneten Zeit und der Umlauf der 9 Planeten um die Sonne. In der Quantenwelt ist es bei verschiedenen Funktionen des Atoms und seiner Komponenten sehr schwierig, präzise Zeitvorhersagen und Wiederholungen von Ereignissen zu finden. Niels Bohr und Werner Heisenberg stellten Einstein 1927 bei der 5. Solvay-Konferenz zur Quantenmechanik ihre Idee vor, dass die Gedanken der Forscher den Drehimpuls des Spins des Elektrons um das Proton beeinflussen.
Da sind wir wieder. Sie kamen darauf, weil sie ständig unterschiedliche Daten erhielten, wenn verschiedene Forscher dasselbe Experiment durchführten. Das ist so krass. Die Daten waren immer zufällig und konnten nicht in einer reproduzierbaren, verlässlichen mathematischen Formel dargestellt werden. Sofern die Gesetze der Mathematik sich auf die Realität beziehen, sind sie unsicher. Und sobald sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität. Was ist das? Was ist das für ein Statement, Bro? Das fickt mein Kopf, Dicker. Das ist geil, Digga. Ey, am liebsten würde ich mich den ganzen Tag nur mit solchen Sachen beschäftigen. Sage ich euch so, wie es ist, ne? Das ist das wahre Wichtige in der Welt. Ich schwöre dir, das sind die wahren wichtigen Informationen. Ich küsse eure Seele. Digga, ich muss diesen Satz nochmal hören. Sofern die Gesetze der Mathematik sich auf die Realität beziehen, sind sie unsicher. Und sobald sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität. Albert Einstein. Krass. Krass. In seinem Buch Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie versuchte Richard Feynman, das Verhalten von Teilchen aus einer Lichtquelle, die von einem Stapel Glasplatten zurück zu einem Detektor reflektiert werden, quantitativ zu bestimmen. Photonen haben drei Optionen, wenn sie auf eine Glasplatte treffen. Erstens, sie durchqueren die Glasplatte. Zweitens, sie reagieren mit dem Glas und streuen sich darin. Und drittens, sie werden reflektiert und werfen das Bild einer Glasplatte zurück. Feynman ließ einen Lichtstrahl auf mehrere Glasplatten prallen, sodass die Lichtteilchen die Wahl hatten, entweder zurückgeworfen zu werden, mit dem Glas zu reagieren oder durch es hindurchzugehen, um auf die nächste Glasplatte zu treffen. Er wollte herausfinden, ob er eine Formel dafür finden konnte, die bestimmte, welche Photonen reflektiert, welche gestreut und welche durch das Glas hindurchgingen und auf eine weitere Glasscheibe treffen würden. Krass. Unabhängig von der Wellenlänge des Lichts und anderen Parametern gab es keine Möglichkeit, das merkwürdige Verhalten von Licht und Materie quantitativ zu bestimmen. War immer anders, wa? Die Lichtteilchen verhielten sich stets völlig zufällig. Genau wie beim menschlichen Bewusstsein. War das jetzt auch, hat der Beobachter das beeinflusst? Das würde mich jetzt interessieren. Oder ob das ohne Beobachter dann doch möglich wäre, eine Formel zu entwickeln. Don't ever play yourself. Könnte die menschliche Willenskraft so stark sein, dass sie Lichtteilchen beeinflusst, verschiedene Schichten von Glas oder sogar massive Abdeckungen zu penetrieren? Der Psychologe Stanislav Ojek hat bewiesen, dass seine Willenskraft Macht über die Filmebene einer Kamera hat. Was? Seine Willenskraft hat Macht über die Filmebene einer Kamera. Oh, Digga, es ist so wild. Das ist so wild. Diese Dokumentation erfüllt mein Herz. Beim Schneiden, beim Reacten. Ich liebe das. Seine Willenskraft ist so stark, dass er eine Fotografie machen kann, während die Abdeckung des Objektivs verhindert, dass Licht durch die Linse auf den Film trifft. Er hat das hunderte Male getan. Er hat sogar Fotografien gemacht, die unsichtbare, spirituelle Phänomene sichtbar gemacht haben. Seine Filme und Fotografien wurden von Kodak analysiert und als authentisch bewertet. Krass. Sie kamen nicht durch Doppelbelichtung oder andere Tricks zustande. Krass. Anomalien traten in Fotografien auf. Menschen wurden transparent und verschwanden. What the fuck, Bro? Mit Willenskraft. Es gab Lichterscheinungen und Gebilde, die einerseits menschlicher... Du machst sowas, Digga, jetzt. Scheiß mal da drauf, weil ich kann mir vorstellen, einige sagen, ja, das ist doch bestimmt gefaked, der hat doch bestimmt irgendwas manipuliert oder so. Aber stell dir jetzt einfach mal vor, du machst es selber so, ne? Und realisierst es dann in dem Moment so. Das muss doch so ein schönes Erlebnis sein, weil dann ist so, dann hast du quasi den Beweis dafür, dass Gott real ist, Bro. Weißt du? So richtig so bewiesen, so. Ich glaube, ich würde zusammenbrechen, einfach beten. Erstmal eine halbe Stunde. Andererseits aber definitiv nicht humanoid sind.
Und die Anomalien gingen weiter. Über einen Zeitraum von vielleicht 4 Jahren, von 1974 bis, nein, es war länger als das, von 1974 bis... Das ist nicht gefaked. Doppelspaltexperiment beweist genau das. Beobachter beeinflussen, wie sich das Licht benimmt. Ja, safe, Bro. Das haben wir uns auch schon hier im Stream reingezogen, dass die Wellenfunktion einfach zusammenbricht, sobald ein Beobachter da ist. Und wenn der Beobachter nicht mehr da ist, dann geht sie wieder, funktioniert sie wieder. Und das haben ja auch die Wissenschaftler damals schon realisiert. Und dann wurde halt eine riesen Schmutzkampagne gefahren, dass man dieses Wissen den Menschen nicht mehr richtig mitgibt, so. Dass man mit seinem Bewusstsein Materie beeinflussen kann. Und das ist für mich auch der Beweis, dass es Gott gibt, so. So. Materie kann nicht entstehen ohne Bewusstsein. Und Gott ist das eine Bewusstsein, was in uns allen ist, so. Das eine große Bewusstsein, was in allem ist und sich überall widerspiegelt, so. Das ist krass, aber es ist halt auch krass, wenn du so ein Physiker bist und so ein Experimente machst und so und diese Sachen dann wirklich vor Ort siehst, Digga, dass du das einfach so siehst und mitmachst, so, weißt du, ich glaube, das kann nochmal, also ich glaube, wenn ich jetzt Physiker werden würde und so eine Experimente machen würde, dann würde mein Vertrauen und meine Verbindung zu Gott immer größer werden. 1981 habe ich mehr als 5000 Fotos angesammelt, von denen 22% abnorm waren. ...1972 machte Stanislav Ojek bei einem Konzert von Seals and Crofts mystische Fotos, auf denen ein großes leuchtendes Gesicht über der Bühne mit der Band und Cher erscheint. Krass! Eine Gruppe von scheinbar göttlichen Wesen aus Licht gestikuliert oder tanzt gar zur Musik und wirft einen Blick in unsere Welt, ohne dass wir es auch nur ahnen. Haben Wesen aus Licht oder sogar Engel der spirituellen Musik von Seals, Croft und Cher gelauscht? Haben diese Wesen sie dazu inspiriert, diese Musik zu schaffen? Heftig. Er hat Bilder mit aufgesetztem Objektivdeckel gemacht, sodass die Strahlung, die auf den Film gekommen ist, durch den Objektivdeckel hindurchgegangen sein muss. Und der schirmt sogar elektromagnetische Strahlung ab. Es muss also definitiv eine andere Form von Strahlung gewesen sein, und deshalb nenne ich diese Dinge subtile Energie. Das bedeutet nicht, dass sie schwach ist. Sie ist subtil in dem Sinn, dass sie sehr verschieden von der Energie ist, die man gemeinhin mit den 4 Elementarkräften der klassischen Physik assoziiert. Das Modell des synchronisierten Universums von Dr. Claude Swanson kann möglicherweise erklären, wie man die unsichtbaren Dimensionen des Universums sehen kann. Dr. Claude Swanson. Wie es zu Visionen und Erscheinungen kommt und wie wir mit diesen Dimensionen interagieren können. Vor allem aber kann es beweisen, dass diese Dimensionen Teil unserer Realität sind. Ich habe das Modell des synchronisierten Universums als einen Versuch entwickelt, die heutige Physik zu erweitern, um parapsychologische und paranormale Phänomene erklären zu können. Geil, Alter. Und natürlich Dinge wie übersinnliche Kommunikation und Fernmanipulation von Objekten. Ey, wenn ich mir sowas reinziehe, dann bin ich echt so, dass ich sage, ey, eigentlich, ich würde liebend gerne nochmal ein Studium anschmeißen in diese Richtungen. So. Physik, paranormale Geschichten, an die Grenzwissenschaften rangehen nochmal, so, weißt du? Es gibt auch Fähigkeiten, also bestimmte Fähigkeiten von Yogis. Qigong-Meister aus China haben Dinge gezeigt, wie durch Wände gehen, Schweben, Teleportation. Dinge, über die wir im Westen lachen und Science Fiction nennen. Durch Wände gehen. Aber es gibt Leute, die verlässliche Fähigkeiten haben, derartige Dinge zu tun. Unsere Wissenschaft muss in der Lage sein, solche Dinge zu erklären. Das Modell vom synchronisierten Die haben doch zum Beispiel auch mal, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, damals sogar, wo ich klein war, die hatten doch mal so ein Mönche gehabt und dann haben die mal so einen Scan gemacht, wie... Also so ein Wärmescan-Bild gemacht und dann hat man gesehen, wie die ihre Energie in sich selber bündeln können an bestimmten Stellen und dann damit halt Metallstangen auf den Kopf zerbrechen und diese ganzen Geschichten, so, weißt du?
da hast du schon gesehen, wie powerful das ist. Also du kannst wirklich Energie bündeln in Stellen an deinem Körper. Allein das hat mir schon gezeigt, so krass, so was Menschen eigentlich alles fähig sind, weißt du? Universum geht davon aus, dass Materie nicht das ist, was wir denken. Materie besteht nicht aus kleinen Billardkugeln oder winzigen Quantenpunkten, die herumschwirren. Wenn wir von einem Teilchen an einem bestimmten Ort als feste Materie sprechen, dann ist das nach meinem Modell nichts weiter als ein Energieaustausch zwischen dieser Ladung bzw. diesem Teilchen mit allen anderen Teilchen im Universum. Im kleinen Maßstab bewegen sich Dinge unheimlich schnell. Und damit meine ich eine Größenordnung, die kleiner ist als ein Elektron, bis hinunter zur Planck-Länge, was die kleinste Einheit ist, die die Physik beschreibt. Bro, guck dir mal diese Einheit an. 1,16252 in Klammern 81 mal 10 hoch minus 35. Tschüss. Planck-Länge, was die kleinste Einheit ist, die die Physik beschreibt. Auf dieser Größenebene muss eine Synchronisierung stattfinden. Teilchen sehen sich nur, wenn ihre Geschwindigkeiten gleich sind. Anders gesagt, in diesem Größenbereich bewegen sich alle Teilchen sehr schnell, mit Lichtgeschwindigkeit. Ein Teilchen kann in diesem System... Das habe ich auch gesehen von dem einen Cousin, wie hieß er nochmal? Das gibt es diesen einen Bruder, der auch tief in dieser Recherche drin ist und der auch gesagt hätte, dass wenn jetzt zum Beispiel unsere Hand in einer bestimmten Schwingung schwingen würde, dann könnten wir auch durch den Tisch durchgreifen und so. Und das hat er ja eben gesagt, dass Leute durch Wände durchgelaufen sind und so. Und ich sag euch ehrlich, haltet mich für verrückt. Ich glaube, wenn du einen gewissen Zustand erreichen kannst, dann kannst du das wirklich tun. So, ich glaube, Menschen sind zu ganz vielen Dingen fähig, die wir uns nicht mal im Ansatz vorstellen können. In dieser Größenordnung, in dieser Geschwindigkeit, das folgt aus der speziellen Relativitätstheorie, nur in die Richtung gucken, in die sie bewegt. Und wenn ein Photon emittiert, dann kann es das nur in die Richtung tun, in die es sich in diesem Augenblick bewegt. Irgendwo weit entfernt könnte ein anderes Teilchen sein. Wenn die beiden miteinander wechselwirken sollen, dann muss das andere Teilchen dieselbe Geschwindigkeit wie das erste haben. Die primäre Wechselwirkung findet also nur zwischen Teilchen statt, deren Geschwindigkeiten im Moment der Wechselwirkung gleich ist. Einen Moment später schon verändert sich ihre Geschwindigkeit, denn sie haben beide einen Impuls voneinander bekommen. Und das führt dazu, dass die einzig stabile Lösung ein System ist, in dem die Teilchen miteinander synchronisiert sind. Die Teilchen, die mit der Zeit durchschnittlich konsistent wechselwirken, sind diejenigen, die winzige Orbits in sehr kleinen Größenordnungen bis hinunter zur Planck-Länge annehmen und sich synchronisieren. Man kann sehr viele andere Systeme von Teilchen haben, die eine andere Synchronisierung haben, etwa eine andere Oszillationsfrequenz oder eine andere Phase in einem Teil ihres Orbits, sodass sie in verschiedene Richtungen gucken. Diese Teilchen werden normalerweise nicht die erste Gruppe von Teilchen sehen. Sie wären für uns unsichtbar. Das ist so heftig. Man mag sie gelegentlich als Quantenrauschen sehen. Vielleicht ist das sogar der Ursprung des Quantenrauschens. So kommt man schließlich zu einem System, das man sich wie einen Stapel Papier denken kann, bei dem ein Blatt Papier unser physikalisches Universum darstellt. Die Teilchen auf diesem Blatt Papier sind die, die miteinander synchronisiert sind. Das ist unsere physikalische Realität. Das ist die Realität in Anführungszeichen, aber es gibt eigentlich noch viel mehr Realität, die wir nicht sehen. Das, was unsere heutige Physik zu erklären versucht. Hier sind unsere physikalischen Gesetze anwendbar. Aber man kann viele andere Blätter Papier haben mit parallelen Systemen, die ein wenig anders synchronisiert sind. Maßstabsvergrößerungen, paranormale Phänomene, Torsion, diese anderen Kräfte, von denen wir gesprochen haben. Diese Dinge tun nichts anderes, als unser kleines Blatt Papier zu verschieben, sodass wir mit den anderen parallelen Systemen interagieren können. Das ist möglich, wenn man nicht mehr auf eine vierdimensionale Realität beschränkt ist, sondern 5, 6 oder 7 Dimensionen hat. 7D, Bro. Die durch die Interaktion mit anderen Parallelsystemen entstehen. Krank, Bruder. Wenn das passiert, werden seltsame Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Nach dem Modell des synchronisierten Universums können wir, wenn unsere eigene Frequenz sich mit einem Paralleluniversum synchronisiert, dieses wahrnehmen, und zwar in Form einer Vision,
der Fähigkeit zu schweben, durch Wunder, Wissen, Erleuchtung und sogar Heilung. Unsere Körper bestehen aus Atomen und subatomaren Teilchen. 99,9% unseres Körpergewichts stammt von Protonen und Neutronen, die aus Hexagonen aus 6 Quarks bestehen, die als Paare auftreten. Unter den Quarks gibt es das mysteriöse Strange Quark und das Anti-Strange Quark. Sie werden Also wir sind hier mies in der Physikrecherche gerade drin, Freunde, ja, aber mies. Strange genannt, weil sie die merkwürdige Eigenschaft besitzen, willkürlich aus dem Atomkern zu verschwinden und wieder aufzutauchen. Es gibt kein mathematisches Modell, das in der Lage wäre zu beschreiben, wann das geschieht. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Verhalten der Strange Quarks und dem menschlichen Bewusstsein? Wenn wir wissen, dass wir aus einem Wenn du dich mit solchen Sachen auseinandersetzt, dann hast du gar keine Zeit mehr für irgendein Bullshit. Könnten Anteil von Strange Quarks bestehen, dann wissen wir auch, dass dieser Anteil von uns sich ständig... Ich finde das voll geil, wie diese in der Dokumentation dieses Physikwissen und dieses Physikalische mit Physikern verbinden mit diesem spirituellen Bewusstseinsthemen. Weißt du? Das ist so viel wert. Also diese Dokumentation ist Gold wert. Gold. So wie der Bruder hier es gerade reingeschrieben hat. So. Zufällig dematerialisiert und rematerialisiert. Bis jetzt hat niemand herausgefunden, wohin die Strange Quarks verschwinden, außer der Tatsache, dass sie in andere Dimensionen entschwinden und wieder auftauchen. Verschwinden sie in andere Dimensionen, um Informationen zu erhalten oder über eine Distanz zu kommunizieren? Das Verhalten beweist, dass ein Teil unseres Bewusstseins in andere Dimensionen reist. Kann das dazu beitragen, Fernkommunikation. Und das Kranke ist aber, die wollen aus uns irgendwelche Transhumans machen, so. Irgendwelche Roboter mit Chips im Gehirn und so. Damit wir angeblich bessere Menschen werden und so. Wer weiß, warum die das tun. Vielleicht machen die das einfach nur, damit wir davon wegkommen. Von dieser echten Wissenschaft, so. Die unterdrückt wird von allen Seiten. Die Dokumentation ist kaum bekannt. Kennt kaum ein Mensch, so. Weißt du? Und das ist ja das Traurige, Digga, dass die es heutzutage nicht mehr zulassen und das bewusst nicht mehr zulassen, dass man in der Wissenschaft sich mit genau diesen Themen auseinandersetzt, so, und das verbreitet. Weil das würde natürlich komplett gegen die Agenda sprechen, die sie gerade umsetzen, versuchen umzusetzen, so. Weißt du, was ich meine? Das ist doch das Heftige daran. Das ist das Krasse und Traurige daran. Und Telepathie. Aber hier gibt's dieses Wissen und wir verbreiten es weiter bis zum Tod. Klären? In den 1970er Jahren benutzten Präsident Carter, die CIA und die Air Force zwei Parapsychologen, die in Fernwahrnehmung trainiert waren, um einen verschwundenen russischen Tu-22-Bomber aufzuspüren. Was? Guck mal, CIA und so haben diese... Die Parapsychologen gaben der Air Force blind die Ortskoordinaten an, durch die die Air Force ihre Satellitenkameras tief in den Dschungel Afrikas richten konnte. Nein, Digga. Und den Ort identifizierte, an der die russische Tu-22 abgestürzt war. Die nutzen solche Menschen, wa? Die dieses Bewusstseinslevel haben und damit arbeiten können. Digga. Und dann werden die zum Schweigen gebracht wahrscheinlich auch noch. Die Sache, wo Carter erzählt, dass zwei Spezialisten der Fernwahrnehmung benutzt wurden, um einen vermissten Bomber, der im Dschungel abgestürzt war, zu finden, zeigt, wie präzise und hilfreich Fernwahrnehmung sein kann. Seine Aussagen dazu waren zwar ein wenig vereinfacht. Das müsste man halt mal nachrecherchieren, ne? Aber das hört sich an, als ob das wirklich so gewesen ist. So war etwa mehr als nur ein Parapsychologe involviert. Sie haben es mehrmals getan und ihre Ergebnisse miteinander verglichen. Aber Tatsache ist, dass das erstens tatsächlich gemacht wurde und zweitens, dass es über einen längeren Zeitraum bei wichtigen Fällen angewendet wurde. Und auch wenn Sie heute behaupten, dass es das Programm nicht mehr gibt, das haben Sie auch gesagt, bevor Sie zugegeben haben, dass das Programm überhaupt existierte. Das ist typisch. Das ist typisch. Kann jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Der Punkt ist, dass unser Bewusstsein tatsächlich dazu genutzt werden kann, Informationen zu erhalten, die wir sonst nicht bekommen können. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Ich küsse jeden seine Zirbeldrüse, der an dieser Dokumentation beteiligt war. Ich liebe euch. Schwester. That might otherwise be unobtainable. 1979 evaluierte der Kongressabgeordnete Charles Rose,
damals Vorsitzender des Geheimdienstunterkomitees, das geheime parapsychologische Spionageprogramm der US-Regierung. Er warnte, dass wir, wenn die Russen diese Fähigkeiten hätten und wir sie nicht weiter verfolgten, in ernsthafte Schwierigkeiten kommen könnten. Dann wird dieser Scheiß, der eigentlich dafür, Scheiß in Anführungszeichen, da wird das, was eigentlich dafür da ist oder da sein könnte, um uns Menschen zu befreien und glücklich zu machen, genutzt, um wieder andere Staaten zu unterdrücken und seinen eigenen Vorteil draus zu ziehen und so. Digga, das ist diese Scheißpolitik, ich schwör's dir. Sinnflutet in, man. Alter, we need another one, bro. Was soll ich dir sagen? Es gibt eine Menge von Beweisen, dass es diese parapsychologischen Programme tatsächlich gegeben hat. Darunter auch Versuche zur Fernwahrnehmung. Was veröffentlicht wurde, war das 20 Jahre laufende Programm zur Fernwahrnehmung, das in den 70er Jahren von der CIA unter der Amerikaner und Russen spionierten sich gegenseitig übersinnlich aus. von Hal Patoff initiiert wurde. Bei ihren ersten Experimenten fanden sie heraus, dass sie sich Labore in Russland ansehen konnten. Eines der ersten war das Labor in Semipalatinsk, in das die CIA damals noch nicht hineingucken konnte. Sie sahen ein Gebäude, große Strukturen und viel Aktivität. Aber sie wussten nicht, wozu es benutzt wurde. Einer der ersten Erfolge war, dass ein Mann namens Pat Price über Fernwahrnehmung in das Gebäude hineinsehen konnte. Er sah Kranbrücken außerhalb des Gebäudes, die auf Schienen rechts und links des Gebäudes entlangfuhren. Er sah riesige... Das ist krass, Fernwahrnehmung, ey, das ist halt, das hört sich halt für viele Leute jetzt so ein bisschen verrückt an, glaube ich, für mich persönlich auch, dass man natürlich auch so ein bisschen Zweifel hat, dass das so eins zu eins stimmt, so, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir Menschen dazu fähig sind, so, und ich habe auch manchmal Visionen, wenn ich penne, so, manchmal sehe ich Sachen, wenn ich penne, ich schwöre dir, Dicker, das habe ich eigentlich noch niemandem erzählt, ne, manchmal, wenn ich schlafe, dann sehe ich Sachen, so random Dinge, so, auch aus anderen Leben, von anderen Menschen, so, weißt du, was gerade passiert und so. Aber so richtig real, Digi. Und ich merke so, okay, krass, das ist jetzt gerade passiert so. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal durch andere, also dass ich spüre oder Dinge sehe, die eigentlich ein anderer Mensch gerade sieht oder erlebt oder spürt so. Weißt du? Random. Und das passiert auch nicht immer, aber das passiert manchmal einfach so, dass ich so einfach in irgendeiner Situation bin und ich nehme bewusst wahr, auch während ich das träume, dass das nicht mit mir und meinem Leben zu tun hat, sondern dass es gerade bei irgendjemand anderem passiert. So, jetzt habt ihr, ganzen Hater, habt jetzt ultimatives Material, um mich als verrückt darzustellen. Mit Liebe, ja? Mit Herz. Als Sphären, die mit speziellen Schweißtechniken hergestellt wurden. Manche Teile der Sphären waren etwa 30 cm dick. Wir konnten damals keine so großen Strukturen schweißen, aber die Russen hatten eine Technik dafür entwickelt. Durch die Fernwahrnehmung fand man heraus, dass diese Teile zu riesigen Untergrundsphären werden sollten, die Energie aus Explosionen auffangen sollten, um diese Energie für eine Strahlwaffe zu nutzen. Es war Teil des russischen Strahlwaffenprogramms. Als Ronald Reagan in den 80er Jahren das Star Wars-Programm auflegte, war das eine Reaktion auf diese Technologie. Die erste Ahnung, dass die Russen an so etwas arbeiteten, bekamen wir von Pat Price's Fernwahrnehmung in den Jahren 1974 und 75. Während der Höhepunkt der Entwicklung von Nuklearwaffen in den Vereinigten Staaten eine 15 Megatonnen Atombombe war, waren die Russen weit überlegen. Am 30. Oktober 1961 testeten sie eine 50 Megatonnen Wasserstoffbombe. Testen, Digga. War parapsychologische russische Spionage über die geheimen Waffenprogramme der USA der Schlüssel dazu, diesen Vorteil zu erreichen? Heute, nach dem Ende des Kalten Krieges, widmet sich die parapsychologische Forschung in Russland hauptsächlich friedlichen Zwecken. Konstantin Korotkov ist Professor für Physik an der Technischen Hochschule in St. Petersburg. Er ist der Erfinder der ersten Kamera, die tief in das Energiefeld der menschlichen Aura und ihr Informationsband blicken kann. Okay, Freunde. 1:11 habe ich Stopp gemacht gerade.
Das wird der nächste Teil werden hier. Fühlt sich gerade für mich so ein bisschen an, als ob es jetzt in einen neuen Themenbereich reingeht, der auch mit Chakren zusammenhängt. Und das würde ich mir fürs nächste Mal dann aufheben, für den nächsten Teil von der Dokumentation. Das war's für heute gewesen hier an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Liebe geht raus an jeden einzelnen Zuschauer auf YouTube, an jeden einzelnen hier auch auf Twitch natürlich. Ja, Mann, Alter, schreibt eure Gedanken dazu. Ey, ich muss sagen, ich finde diese Dokumentation so geil und so powerful. Das ist so nice. Also das erfüllt mein Herz, diese Sachen zu sehen. Ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, da aufzuklären und diese Themen auch auf YouTube zu bringen, auf Twitch zu bringen. Und ja, deswegen, von Herzen kommt diese ganze Geschichte auf jeden Fall. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Liebe an die ganze Gang. Peace out. Skrrr.